Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Und in diesem Video möchte ich einer Userfrage nachgehen. Ihr seht hier, es blüht ohne Ende. Und deswegen ist die Userfrage ganz, ganz dringend. Denn ich habe über WhatsApp, es gibt ja eine WhatsApp-Gartenhilfsgruppe von Gartenschlau. Wer also schnell eine Frage beantwortet haben möchte, geht über WhatsApp oder auch Facebook. Und zwar kam die Frage, hi, ich bin über YouTube auf deinen Kanal gestoßen und habe aktuell große Probleme mit meiner Orchidee. Die Erde, in der sie kam, war leider sehr billig. Dadurch hat sich Staunässe gebildet. Ich habe sie nun heute umgetopft. Allerdings musste ich fast alle Wurzeln entfernen und auch die bestehenden sehen nicht wirklich gut aus. Außerdem habe ich das Gefühl, sie sitzt nicht tief genug im Substrat. Sie hat eine große Bedeutung für mich. Hast du vielleicht einen Tipp, wie ich sie retten kann? Grundsätzlich, ich zeige euch erstmal das Bild, ich blende es euch auch in groß ein, das ist die Orchidee, hat schon schrumpelige Blätter. Hier seht ihr die Blüte der Orchidee. Grundsätzlich gilt, wenn ihr eine Orchidee retten wollt, die einen Blütentrieb hat, funktioniert das nur, wenn man den Blütentrieb entfernt. Weil der Blütentrieb zieht der Pflanze zu viel Energie. Keine Sorge, eine Orchidee kann bei guter Kultur und wenn sie sich gut erholt hat, nach 6 Monaten problemlos wieder zum Blühen kommen. Gerade Phalaenopsis sind ja nicht blühfaul. Und ich habe ihr versprochen, dass ich ein Antwortvideo bringe und das mache ich hier in diesem Fall. Hier seht ihr meine Stewardiana Phalaenopsis. Die befindet sich in Pinienrinde, sehr lockeres Substrat. Die Wurzeln sind relativ trocken. Die Pflanze habe ich jetzt sicherlich die letzten 2-3 Wochen so gut wie nicht gegossen. Und da kommen wir zum nächsten Hinweis. Orchideen brauchen gar nicht so viel Wasser, wie die meisten immer denken. Einmal zu viel Wasser ist meistens tödlich. Einmal zu wenig Wasser verkraftet die Orchidee problemlos. Bis zu 6 Wochen kann eine Orchidee es aushalten, ohne Schaden zu erleiden, wenn man ihr kein Wasser gibt. Bedeutet, wenn jetzt eine Orchidee wie hier gerade nur eine Blüte hat, ist es problemlos möglich, dass man sie längere Zeit ohne Wasser einfach mal stehen lässt. Hat man jetzt eine Orchidee, die wie diese hier, in diesem Fall sind es jetzt 2 Pflanzen in einem Topf, die allerdings sehr, sehr viele Blüten hat und Blüten ziehen Energie. Blüten ist ja praktisch der der Prozess zur Fortpflanzung, dass die Pflanze sich eben entsprechend vermehren kann und der verbraucht wirklich richtig viel Energie. Das ist genauso wie wenn der weibliche Mensch schwanger ist, um das einfach mal so pauschal auszudrücken. Das verbraucht ja auch sehr viel Energie und genauso ist es bei der Pflanze. Nur wenn sie blüht, ist sie eben noch nicht schwanger, aber könnte ja passieren. Deswegen je mehr Energie und je mehr Blüten, umso schöner ist die Pflanze und umso besser könnte es funktionieren. Wenn ihr die Pflanze retten wollt, muss der Blütentrieb abgeschnitten werden. Es gibt sogar Orchideen, die praktisch aufgrund ihrer Blüte eingehen. Comparettia speciosa ist zum Beispiel so ein Kandidat, kann endlos blühen mit unendlich vielen Blüten. Und nach der Blüte, wenn die dann fertig ist, ist die Pflanze erledigt. Passiert dann nichts mehr. Das heißt, wenn ihr eure Phalaenopsis retten wollt, muss der Blütentrieb ab. Im Falle dieser Stewardiana mache ich das zum Beispiel jetzt erst einmal nicht. Wenn ihr die Orchidee dann auf jeden Fall dafür vorbereiten wollt, dass sie in den nächsten Wochen sich gut erholen kann, gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Methode der Tütenmethode. Da macht ihr unten in die Tüte Sphagnummoos rein. Das sollte gerade so feucht sein, wenn ihr das Moos stark quetscht, dass nur ein Wassertropfen herauskommt. Das macht ihr unten in die Tüte, die Pflanze rein, Tüte zu. Das ist eigentlich nicht nur die Tütenmethode, sondern, wenn man es genau nimmt, die Mülltütenmethode. Weil, wenn es dann doch nicht funktioniert hat, kann man die ganze Tüte gleich entsorgen. Nee, Spaß. In aller Regel funktioniert das. Was ist da das Geheimnis dabei, dass diese Methode funktioniert? Ganz einfach, durch die Tüte kann die Luftfeuchtigkeit nicht so schnell entweichen. Bedeutet, die Pflanze befindet sich in gespannter Luft. Gespannter Luft heißt deutlich höhere Luftfeuchtigkeit, als wenn man sie im Zimmer stehen hat. Dadurch kann die Pflanze dann problemlos über die Blätter die Feuchtigkeit aufnehmen, weil in dem Fall, wenn man sie retten möchte, hat sie ja normalerweise keine Wurzeln. Wenn die Pflanze dann irgendwann an dem Punkt angekommen ist, wo sie sagt, okay, jetzt habe ich genug Energie, eine Wurzel zu bilden, ist sie über dem Berg. Natürlich muss man bei der Tütenmethode dafür auch immer wieder sorgen,
dass man Frischluft hineinbringt. Das heißt, einmal kurz öffnen, lüften, gucken, ob das Substrat noch feucht ist. Kann sein, dass man das Phagnumoos noch einmal benetzen muss und dann wieder die Tüte schließen und an einen halbschattigen Ort hängen, wo die Temperaturen eben normale Zimmertemperaturen sind. Das wäre die Tütenmethode. Man kann aber auch die Pflanze problemlos in einen Orchideentopf einpflanzen, in dem sich Sphagnummoos befindet. Und dann die Pflanze, also es wurde ja schon angesprochen, die Pflanze sitzt wahrscheinlich nicht tief genug drin. Orchideen sind epiphytische Pflanzen, bedeutet, das sind Aufsitzerpflanzen. In der Natur wachsen sie auf Rinde, auf Ästen, am Baumstamm, so schräg angewachsen, angewurzelt. Und da kümmert sich keiner darum, dass die Pflanze zu tief oder zu hoch ist. In aller Regel wäre sie, da sie ja aufsitzt, immer zu hoch. Zumindest was wir so als Urteil fällen würden. Bedeutet, Orchideen immer nur bis zum Ansatz der Wurzeln einpflanzen. Zu tief ist schlecht, weil dann besteht die Gefahr, dass das Herz faulen kann. In Sphagnummoos ist das so eine Übergangsform, weil meistens oben der Bereich sich dann doch austrocknet und sehr luftig ist. Da kann man das durchaus einen halben Zentimeter tiefer pflanzen als in Pinienrinde. In Pinienrinde ist das so nicht erforderlich. Wenn man sich jetzt nämlich hier einfach mal diese großen Pflanzen anschaut, dann ist das gar kein Problem, dass die Pflanze aufsitzt, weil sie wurzelt ja nach unten und hält sich so insgesamt fest. Natürlich, jetzt wo sie blüht, ist es besser, wenn sie mit diesen Stäben fixiert ist, weil durch die Größe, jetzt schon eine Blüte abgefallen, das kommt vom Versand, weil durch die Größe ist das natürlich äußerst instabil. Dann ist natürlich wichtig, dass man der Pflanze trotz alledem, wenn sie sich im Topf befindet und dort praktisch wieder bewurzeln soll, wichtig, dass sie eine erhöhte Luftfeuchtigkeit bekommt. Das heißt, Orchideen, die ihr rettet, niemals von oben besprühen, das ist schlecht, weil dann kann hier im Blattherz Wasser stehen bleiben. Bedeutet, das ist wieder eine Gefahr, dass es faulen kann. Muss nicht sein, ist aber ziemlich wahrscheinlich. Besser ist es, die Orchidee von unten, also die Orchideenblätter von unten einzusprühen, einfach so mit so einem feinen Sprüher und dann die Pflanze stehen lassen. Ganz, ganz wichtig, als Zeitpunkt vormittags oder morgens einsprühen. Am besten nicht abends. Das Problem ist, wenn man es abends macht, kann das Wasser nicht mehr so schnell verdunsten und dann besteht wieder Fäulnisgefahr. Wenn man das morgens macht, ist der Tag meistens auch wärmer, auch durch die Sonne und Luftbewegung und dann verdunstet das Wasser viel schneller vom Blatt und die Pflanze nimmt auch keinen Schaden, kann aber in dieser Zeit dafür sorgen, weil dann auch die Spaltöffnungen an den Blättern offen sind, dass sie eben das Wasser aufnehmen kann. Und das ist abends dann auch nicht der Fall. Bedeutet, morgens sprühen, für Luftfeuchtigkeit sorgen. Und jetzt kommt der nächste Tipp. Wie sorgt man für Luftfeuchtigkeit bei Orchideen? Indem man die Orchidee zum Beispiel in eine Schale stellt, in einen Untersetzer. Diesen füllt man mit Tongranulat, Ceramis oder Tonkügelchen. Man könnte ja auch theoretisch Perlite nehmen. Man könnte auch noch eine Lage Sphagnummoos machen. Man könnte sie auch die Lage herstellen aus Kokosfasern, Kokoserde. Wäre auch eine Möglichkeit. Und das hält man feucht, dass einfach von unten das Wasser verdunsten kann und unten an die Blätter kommen kann und die Orchidee praktisch dann über die Blätter ihr Wasser ziehen kann. Und wenn die Pflanze dann wirklich an diesem Zeitpunkt angekommen ist, wo sie sagt, okay, jetzt habe ich die Energie, ich kann Wurzeln bilden, dann wird sie das auch machen und dann ist die Pflanze gerettet. Absolut wichtig ist wirklich das Entfernen des Blütentriebs. Nach 6 Monaten kann sie wieder blühen. Das heißt, jede Orchidee könnt ihr potenziell retten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es kann durchaus 1 Jahr, 2 Jahre dauern, bis es soweit ist, dass die Pflanze sich entsprechend erholt hat. Wenn die Pflanze es euch wert ist, diesen Aufwand zu betreiben, dann müsst ihr diesen Aufwand einfach betreiben. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Orchideen retten, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren, bis zum nächsten Video und tschüss. Hier noch ein Hinweis für eines der nächsten Orchideen-Videos. Wie ihr wisst, habe ich mit der Firma Colomi eine Zusammenarbeit gestartet. Vor der Zusammenarbeit hatte ich noch nichts mit diesem Substrat zu tun. Ich bin mit Herrn Wichmann auf die Idee gekommen, hey, wenn wir schon Orchideen machen, dann probieren wir das auch mit diesem Substrat aus. Und mit Colomi-Substrat könnt ihr auch Orchideen retten, wo man es praktisch schon aufgegeben hat, dass sie überhaupt rettbar sind. Und wie das funktioniert, zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Bis dahin, ciao.